kleine Info vorab. Normalerweise mache ich mit meinen Gigaset Smartphones, die ich ja sehr gern teste, eigentlich in der Mitte meines Reviews immer so einen Cinematic-Videotest, sei es am Gardasee oder in irgendwelchen anderen Städten in Kroatien oder auch sonst wo sich es gerade anbietet. Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen leider relativ schwierig, da was auf die Beine zu stellen. Von daher dachte ich mir dieses Mal, ich schwenke mal um auf ein Produkt. Und jetzt seht ihr hier mal ein Review geschossen, komplett mit dem GS290, mit der Standard-Kamera-App, nachbearbeiteten Final Cut. Aber das sind so die Materialien, die ihr aus dem Gerät rausbekommt. Also genießt es. Kennt ihr die Firma Urbanears? Ich hatte den Namen zwar irgendwie noch im Hinterkopf, aber viel anfangen konnte ich damit nicht mehr. Bis jetzt. Dieser kleine graue Würfel ist so etwas wie ein Webradio, ein Lautsprecher mit AirPlay und Bluetooth und ein Designelement in einem. Ah, AUX hat er übrigens auch. Okay, also Webradio. Über die App von Urbanears, wie auch immer ihr es aussprechen wollt, richtet ihr den Lautsprecher ein. Das geht schnell und einfach. Auf die einzelnen Zahlen könnt ihr dann verschiedene Radiosender legen. Eins ist zum Beispiel Antenne Bayern oder zwei Charivari, drei Energy oder je nachdem, was euch gefällt. Empfangen werden die Radiosender dann über TuneIn, also per WLAN-Verbindung, eben vergleichbar mit einem HomePod zum Beispiel, der seine Daten ja auch über diesen Weg bezieht. Dreht man jetzt das untere Rad um eine Position weiter und bestätigt die Eingabe mit einem Druck auf den Drehregler, dann kann man ähnlich wie beim analogen Telefon die Zahl bestätigen. Am Anfang ist das Ganze etwas ungewohnt, weil der Sender nicht gleich mit der Drehung mitwechselt, sondern immer erst bestätigt werden muss. Nach ein paar Mal hat man das aber schnell raus und man gewöhnt sich recht flott dran. Man kann insgesamt 7 Plätze belegen. Mehr als 4 kann sich aber eh keiner merken, also von daher, es sollte eigentlich locker reichen. Oben findet man dann noch ein Bluetooth-Zeichen. Ich denke, dazu muss ich nicht allzu viel erklären. Das AUX-Symbol ist eigentlich auch klar. Den Stecker hierfür findet ihr auf der Unterseite neben dem Stromanschluss. Ist wahrscheinlich eher interessant, wenn man den Lautsprecher von Urbanears, wie auch immer, an einem PC anschließen möchte. Das Cloud-Symbol ist weniger ein Cloud als vielmehr eigentlich AirPlay. In der Preisklasse nicht von schlechten Eltern. Apropos Preis, auf Amazon habe ich den Lautsprecher für unter 70 Euro bekommen. Teilweise gehen bestimmte Farben hoch auf 200 Euro, was ich dann deutlich zu teuer finde, aber gerade der Bereich 50 bis 100 Euro ist eine absolut klare Kaufempfehlung, auch im Vergleich zu der Konkurrenz. Bei diesem Punkt sticht auch die hervorragende Verarbeitung ins Auge. Der Stoff drumherum wirkt sehr robust und hochwertig. Die Nähte sind perfekt und gerade und die Mischung aus Haptik, Größe, Gewicht runden das Gesamtbild eines hochwertigen Produkts wirklich vollkommen ab. Die kleinen gummierten Füße erlauben einen sicheren und rutschfesten Stand und ermöglichen eine komplett flexible Führung des Kabels. Das wichtigste Kriterium zum Schluss, der Sound. Der Urbanears klingt, wie er heißt. Die Zielgruppen sind junge, urbane Menschen, die auch im Wohnzimmer die Klänge und Bässe der Clubs hören wollen. Viele Mitten und Tiefen, etwas weniger Höhen, aber insgesamt ein guter Klang, um Musik, aber auch Radio zu hören, ohne dass der Klang dabei komplett in Brummen und Wummern endet. Generell kann man damit ganz gut Hip-Hop, Rap, House in dem Genre hören. Auch Podcasts lassen sich ganz gut anhören, haben die Sprecher aber zu tiefe Stimmen, dann wird es doch mal ein bisschen brummiger in der Stimme. An sich kann ich den Lautsprecher auf jeden Fall nur empfehlen. Die App funktioniert wirklich gut, auch wenn ich gesehen habe, dass schon länger keine Produkte mehr rausgekommen sind. Soweit funktioniert alles reibungslos, sehr zuverlässig. Und ja, perfekter Begleiter für die Räume, wo ihr vielleicht keinen HomePod hinstellen wollt, weil er euch zu teuer ist, aber trotzdem hin und wieder gerne Musik hättet.